Kann man sich vorstellen, dass jemand, der soeben durch die Offenbarung die entscheidende Wendung in seinem Leben erfuhr, von der irdischen Vergangenheit dessen, der im Zentrum dieser Offenbarung stand, keine Notiz nahm und nehmen wollte? Schwer nachzuvollziehen, oder? Und die ganzen Argumente, die hier angebracht werden für Paulus, dass er sich sozusagen an dem irdischen Jesus kein Interesse zeigte, sind zwar irgendwo rational, vielleicht sogar einleuchtend, aber sie sind meines Erachtens viel zu theoretisch. Alles, was wir von Paulus über Jesus wissen, bleibt eigenartig, blass und schemenhaft. Woran könnte das liegen? Haben wir es mit den zuverlässigen Berichten zu tun bei Saulus, dem Paulus? 13 unter dem Namen Paulus überlieferten Briefe im Neuen Testament nimmt man den Hebräerbrief hinzu, der suggeriert, von Paulus zu sein, sind es 14. Nach heutigen allgemein vertretener Auffassung sind nur etwa 7 eindeutig paulinischer Herkunft. Das heißt, 50%, wenn man wieder den Hebräerbrief hinzunimmt, sind nicht von Paulus und sind sozusagen faktisch eine Fälschung, Pseudografien oder dergleichen. Zu den angeblich echten Paulusbriefen zählen der Brief an die Römer, der erste Brief an die Korinther, der zweite Brief an die Korinther, der Brief an die Galater, der Brief an die Philipper, der erste Brief an die Thessaloniker und siebtens der Brief an die Philemon. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der Epheserbrief, der Kolosser, der zweite Thessalonicher, der erste und zweite Timotheus, der Titusbrief und der Hebräerbrief Fälschungen sind. Wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt, heißt es, dass im Neuen Testament 7 Fälschungen im Kanon sind, die nichts im Kanon der Bibel zu suchen haben, weil damals wurde ganz klar festgehalten, dass die Briefe, die da drin sind, von den Aposteln oder zumindest auf die Apostel irgendwie zurückzuführen sind. Das heißt, wenn wir nicht wissen, wer die geschrieben hat, wenn sie als unecht entlarvt wurden, als Fälschungen deklariert sind, was haben sie dann im heiligen Kanon verloren, frage ich mich. Wie das Ganze mit Römerbrief und Titus und Kolosser und so weiter zu tun hat, also sprich mit den paulinischen Briefen sowohl als echt als auch unecht deklariert zu tun hat, dem werden wir uns nach meinem Urlaub ja doch ein bisschen intensiver befassen und uns akademisch anschauen. Seid gespannt. Bis dahin, ja. Bleibt in der Liebe und im Respekt. Ich wünsche euch alles Gute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.